Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, falls das nicht der Fall ist. Was machen wir jetzt? Hoch die Hände, Wochenende. Was haben wir jetzt für einen Tag? Ey, ich habe meine Aufnahme aus Versehen gestoppt. Ups. Ja, passiert auch den Besten. Liebe Freunde, ich darf euch recht herzlich wieder begrüßen zu einer neuen Folge Insta-News. Insta-News. Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder, aber bevor wir hier wirklich in das Gestürze mürzen, möchte ich einmal die drei hier rechts auf der Seite hier grüßen. Das sind drei Leute aus der Community, die sich dazu entschieden haben, eine Story zu posten, mich zu verlinken, wie sie meine Videos gucken oder was sie sich für leckere Snacks machen zu meinen Videos oder wie sie aussehen. Ihr könnt auch einfach ein Bild von euch schicken und mich drauf markieren und dann, ja, sieht der Rest der Community so, wer hier eigentlich auch noch alles vor seinem Handy sitzt, vor seinem Fernseher sitzt und wer sich alles gemütlich macht. Und da haben wir es auch schon richtig. Stichpunkt. Macht euch gemütlich, lehnt euch zurück, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken, liebe Freunde. Ganz wichtig und besonders richtig. Und dann brauchen wir auch gar nicht mehr groß um den heißen Brei schnacken. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt unsere sieben Sachen packen und dann direkt reinsliden in die Ereignisse des Tages, denn die möchte ich heute bloß nicht vermeiden. Insta-News. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem sehr, sehr schönen Thema, liebe Freunde. Gleich zuallererst, denn Anna, Cola und Luca haben sich verlobt. Ei, schaut euch das Bild an. Sie hat geschrieben, I guess we're engaged now. The future Mrs. and Mr. Heubel. I get to marry my best friend. Leute, ich muss aufpassen, dass mir da nicht die Tränen kommen, weil ich finde es sehr, sehr süß. Ich habe die beiden sehr, sehr gern. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Und zu dem Foto gibt es auch ein Video behind the scenes, wie der Heiratsantrag abgelaufen ist, liebe Freunde. Weißt du, wie sehr ich dich liebe, ne? Über alles. Und ich bin mit dir bis ans Ende der Welt. Oh nein, ich habe das gesehen und ich habe geweint. Ich weiß es noch und mir kommen schon wieder die Tränen. Mann, ich bin so emotional, Digga. Ich hasse mich dafür. Ich kann auf keine Hochzeit eingeladen sein, ohne zu weinen. Geschweige denn, ich mag die Menschen, die heiraten. Aber... Weil du die Einzige für mich bist. Ich 24 Jahre auf dich gewartet habe. Und das weißt du. Und deswegen frage ich dich, ob du... Ich bin nicht am Weinen, ihr seid's, liebe Freunde. Ich bin raus. Ich bin raus. Mann, Digga. Don't cry. Don't wanna cry today. Das ist so fucking süß, liebe Freunde. Es ist so fucking süß. Muss man einfach sagen, weil man so sehr merkt, wie überfordert sie in der Situation ist und wie sehr sie sich auch gleichzeitig freut. Ich finde den ganzen Emotionen, auch wie nervös Luca spricht am Anfang, das ist einfach irgendwie schön, das anzusehen, weil das noch so ein Schnipser ist heutzutage, wo man sich so denkt, ah, wahre Liebe, gibt es anscheinend doch noch. Die beiden wirklich, ich habe sie sehr ins Herz geschlossen, auch wenn ich jetzt mit Anna viel mehr, aber auch früher. Ich habe aktuell gar nichts mehr mit Anna zu tun. Wir sehen uns ab und zu mal so. Aber ich habe die beiden sehr, sehr gern. Anna, egal ob ich Kontakt habe mit ihr oder nicht, sie ist wirklich ein Mensch. Sie ist wirklich ein sehr, 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 sehr toller Mensch, liebe Freunde. Und ich wünsche den beiden echt das Beste. Und dass sie ihren Weg zusammen gehen. Egal, ob dick oder dünn, wenn es schwer wird oder nicht. Ich freue mich echt für die beiden. Sehr, 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 sehr süßes Video. Ah,
Digga, Junge, Alter, erstes Thema, schon direkt geweint, Alter, kann man doch keinem erzählen. Insta News. Liebe Freunde, dann gehen wir mal lieber schnell weiter ins nächste Thema. Wie geht es eigentlich an so? Sie hat ein Update gepostet, das lesen wir uns mal kurz durch. Wie geht's dir aktuell? Love you so much, hat eine Zuschauerin geschrieben oder ein Zuschauer. Und sie hat geschrieben, ich find's so crazy, wie oft ich von euch am Tag gefragt werde, was ich für liebe Kommentare, DMs bekomme. Danke, dass ihr einfach für mich da seid und ich so viel Liebe bekomme, obwohl ihr mich ja eigentlich gar nicht persönlich kennt. Das ist absolut nicht selbstverständlich und ich schätze das echt sehr. Ich muss sagen, dass es wie immer im Leben Ups und Downs gibt. Und auch wenn die Gesamtsituation einfach schwierig ist, geht es mir den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Ich versuche einfach weiterzumachen und im Alltag abzuschalten, damit es einfach weitergeht. Klappt mal mehr, mal weniger. Aber das ist auch absolut normal und okay. Bist du happy alleine? Wünsche dir nur das Beste. Klar, bin ich gerade mehr alleine und muss mehr Zeit einfach mit mir selbst auskommen. Was manchmal echt schwer ist, aber theoretisch habe ich trotzdem so tolle Menschen um mich herum, auf die ich zählen kann und die mich jederzeit auffangen. Aber für mich ist es auch einfach wichtig, mit mir selbst in solchen Situationen klarzukommen, um auch einfach daran zu wachsen. Man hat sehr oft und in vielen Situationen im Leben einfach mal nur sich selbst und sowas sollte einem nicht schwerfallen, you know? Ja. Gut gesagt, freuen wir uns, sind mal gespannt, wie es weitergeht. Sind mal gespannt, was wird. Insta News. Dev hat eine sehr interessante Story gepostet, wo ich auch so, ich habe die gesehen und ich war so. Kurzer Reality-Check. 3 Euro auf dem Konto, 2 Wochen nicht daheim gewesen, also kaum Lebensmittel. Nudeln gekocht mit Butter, Knoblauch, Tomaten und Gewürzen. Trinken? Fragezeichen, Leitungswasser. Leben am Limit und dann so Herzchenaugen. Man sieht im Hintergrund, glaube ich, die Nudeln, die sie gekocht hat. Die aber sehen tatsächlich verhältnismäßig echt lecker aus, muss ich sagen. Weil Nudeln mit Butter, Knoblauch, Tomaten und Gewürzen, da ist eigentlich schon alles drin, was man braucht für eine richtig geile Pasta, finde ich. Knoblauch. Junge, Knoblauch. Aber ja, diese 3 Euro auf dem Konto haben einige überrascht, wie sie dann auch als Feedback bekommen hat. Lesen wir uns gleich durch. Ich war auch so. Wow, 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 wow. Ah, ich, Dings, help? Dings, so, ne? Weil bei Bad Dev habe ich immer mitbekommen, sie hat so einen Shop, sie verkauft so Schmuck, Ringe und so Ohrringe oder so, glaube ich. Also ich habe da mal reingeguckt, ich glaube, es waren Ohrringe hauptsächlich. Und da hat sie auch immer voll viele Bestellungen verschickt, da ging es voll ab und so. Sie hat geschrieben, ach Leute, eure Reactions sind so süß, you know I'm always for transparency. Mir haben auch viele von euch Hilfe angeboten and that's so sweet, but ich bekomme eigentlich noch Geld. Ist scheiße, wenn man auf andere angewiesen ist. Und auch noch von Koops. Muss nur ein bisschen warten. So much love to you. An solchen Tagen merkt man wirklich, wer dir zur Seite steht. Richtig, richtig süß. Also am Ende des Tages ist sie gerade in einer, sagen wir mal, Situation, wo das Aufgesparte weg ist und die Nachzahlungen, die sie eigentlich verdient hat, durch Koops oder durch ihren Shop oder wo auch immer, gerade noch nicht auf dem Konto sind, weil andere Menschen entweder am Schlafen sind oder, ja, ich kenne das selber, Leute, ich warte noch auf Zahlungen von letztes Jahr. September, Oktober, August sogar ist noch was offen. Das dauert alles manchmal auch ein bisschen und da muss man manchmal ein paar Mahnungen hinterher schicken. Das ist leider so. Kann man leider nichts machen. Whatever. Spaß beiseite, Dev, wenn du, sagen wir mal, in Krisensituation bist und Hunger hast. Ich bestell dir was mit Lieferando zu dir nach Hause. Mach dir keine Sorgen. Du hast 20 Gutscheine. 20 Mal darfst du dir was wünschen. Insta News. Um Lena Glams und Daniel Perser ist es langsam ruhig geworden. Also zumindest hat man das Gefühl. Sie melden sich gar nicht mehr so oft. Sie reden ab und zu so ein bisschen in Livestreams über den anderen, dies, das, aber nichts Besonderes. Lena hat aber Stories gepostet, die so schon noch ein bisschen aussagekräftig sind, um ehrlich zu sein. Wir lesen sie uns mal gemeinsam durch. Shout it out, but I can't hear a word you say. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, umzuziehen. Dieser Ort ist aktuell einfach nicht mein Zuhause. Dort ist so viel Scheiße passiert und ich kann diese Energy nicht mehr ertragen. Ich bin voller Ideen und Lust, coolen Content für euch zu machen, aber jeder meiner Leidenschaften und jeder meiner Leidenschaften nachzugehen. Ich gebe wirklich, wirklich mein Bestes in diesen 4 Wänden. Jeder Raum zieht mich einfach unglaublich runter. In meinem Ankleidezimmer zum Beispiel kann ich einfach nicht gehen. The mental stress and panic, it starts with me. I cannot stand it. Da kam ja kurz wieder die kleine Amerikanerin aus ihr raus. It's probably the most traumatic place ever for me. You can't heal in the place you were hurt the most. Also so viel zu dem Thema. Sie gibt einfach low-key, dass sie in einen Raum in ihrem Zimmer, in ihrer Wohnung gar nicht mehr gehen kann, weil sie sich dort in diesem Raum so unwohl fühlt. Und
Entweder hat es in diesem Raum einen dicken Streit gegeben oder sind vielleicht noch schlimmere Sachen passiert. Ich will es mir nicht ausmalen. Auf jeden Fall ist es hart, das so Dings zu schreiben. Also mäßig, ich finde es... Also, ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich das jetzt kurz und knapp erklären? Vielleicht ist es in der Situation Daniel gegenüber ein bisschen kacke, weil Leute sich jetzt denken, oh, da war häusliche Gewalt im Spiel. Oder Leute malen sich Dinge aus. Vielleicht malen sie schlimmere Dinge aus, als waren und schieben das so unterschwellig auf jetzt den anderen, weil sie das halt so in der Art geschrieben hat, so mäßig, ey, in dem Raum kann ich nicht mehr gehen. Da sind Dinge passiert. Ja. Andererseits... darf sie halt auch ihre Meinung kundtun. Dann hat sie noch geschrieben, wenn ein Mann erwartet, dass eine Frau ein Engel in seinem Leben ist, muss er erstmal einen Himmel für sie erschaffen, denn Engel leben nicht in der Hölle. Statements. Preach, girl, preach, preach. Preach it. Yeah. Yes. Woo. Insta News. Um Romina und Stefano ist es immer noch relativ ruhig. Die beiden haben sich getrennt, aber trotzdem... scheint es irgendwie doch eine Gerüchteküche zu geben und Promi Flash postet teilweise Sachen, aber auch andere Leute geben unterschwellig ein paar Stiche. Wir lesen uns das mal durch. Promi Flash postete: Bestätigt Stefano Zarella damit die Fremdgehgerüchte um seine Ex-Freundin Romina Palm? Er teilte ein Video von einem Konzert von Chris Brown. Darin singt der US-Star "These hoes ain't loyal". Der Influencer schrieb dazu extra: "Nicht loyal". Mittlerweile löschte Stefano die Story wieder. Romina Palm, liebe Stefano Zarella, deutsche Stars. Die kompletten Artikel gibt es auf promiflash.de. Bildquelle Instagram. Romina GNTM 2021 offiziell. Soweit, so gut. Also Stefano hatte kurze Zeit eine Story drin, in denen er textlich nicht loyal zum Song "These Hoes Ain't Loyal" hinzufügt. Da gehen einem schon so die ein oder anderen Dinger durch den Kopf, wo man sich so denkt, was ist da los? Aber auch Pietro hat eine Story gepostet, die Unico YouTube repostet hat. Erfolg ist die beste Antwort, Stefano Zarella. Bin sehr stolz auf dich. Du machst gerade eine Scheißphase durch und gibst trotzdem Gas. So muss es sein. Du hast ein Herz aus Gold. Ich weiß, du willst am liebsten so viel sagen über die aktuelle Situation, aber hast Ehre und Stolz und machst es nicht. Ein wahrer Mann, und das, glaub mir, ist die beste Antwort, die man geben kann. Da hat Unico dann dazu geschrieben. Spannend. Die Gerüchteküche brodelt. Was ist da los? Ja, aber gleichzeitig ist auch Stefanos Kochbuch Spiegel-Bestseller Nummer 1. Das ist auch ein Riesending, Alter. Das ist krass. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle natürlich auch an Stefano. Stefano. Digga, ich struggle immer mit dem Namen, Alter. Am liebsten würde ich Stefano sagen, weil ich Max, der deutsche Allmann, bin. Aber wir kriegen es hin. Insta-News. Erst mal ein- und ausatmen, Nona, oder? Sie ist voll am Dings. Wo ist die Atmung geblieben? Ihr kennt mich nicht, Tilt! Ich glaube, ich so keiner toppen kann. Ich war noch nie in meinem Leben im Solarium, aber ich war einmal in so einem Selbstbräuner-Spray-Studio. Ich liebe ja sowieso den Sommer, ich liebe Bräunen, und deswegen ich war so, let's go. Ich komme so rein und ich sehe schon, hoch, die Frau ist schon ordentlich gebräunt. Und dann guckt sie sich so meinen Hautton an und meint so, du wirst ja schon schneller braun. Und ich so, ja, und ich hätte das aber super gerne auf jeden Fall auch natürlich. Sie so, ja, gar kein Problem. Dann, als alles fertig war, ging ich vor den Spiegel. Tada! So sah. Wow. Okay, das ist ja krass, das ist ja verrückt. Das ist ja Next Level. Diese entspannte Bräunung ist das auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht warum, aber dieses Solariums und so, ich fühle das nicht, ne? Ich bin ja auch nicht komplett käseweiß, so vom Ding her. Aber ich denke mir schon, wenn schon Bräune, dann fahr in die Sonne, mach kurz dein Ding, leg dich in die Sonne, mach hier, huhu, haha, hihi. Du bist doch auch braun, aber mach nicht diese Solarium. Ich kann mir, manche streiten sich, ob das gesund ist oder nicht. Aber dieses Spray-Tan, gar kein Plan, ob was das mit auf sich hat. Ich stand danach aus. Ich hatte noch ein Bild von meinem Bauch, das konnte ich gerade nicht finden. Ich glaube, es war auf meinem alten Handy. Ich versuche das mal rauszusuchen, da sah es noch schlimmer aus. Falls ich finde, poste ich es euch auf Insta. Das sieht schon echt nicht aus wie ich. Ich habe immer bei sowas Pech, aber irgendwie lasse ich mich auch immer drauf ein. Ja, blöd. Blöd gelaufen, liebe Freunde. Was soll ich sagen? Mehr gibt es denn nicht zu sagen, außer blöd gelaufen. Zum Glück ist sie jetzt wieder befreit. Von dem Ganzen. Ja, das waren die News des Tages. Was soll ich sagen? Das war's mit dieser Folge Insta-News, liebe Freunde. Auf diesem Kanal kommt jeden Tag 14 Uhr ein neues Video. Also abonniert gerne den Kanal. Ich bitte euch wirklich drum. Lasst ein Abo da, wenn ihr die Möglichkeit habt zu abonnieren. Sehr viele schauen hier zu, aber abonnieren nicht. Und es würde mich sehr unterstützen, wenn ihr das macht. Dann geht's langsam auf die 700.000 zu und dann können wir mal gucken, wo das noch so hinführt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder am Start seid. Schaut gerne auf Insta vorbei. Das lohnt sich auch immer. Und ansonsten, bis morgen. Haut rein. Ciao.
I got a lot to do. Got a lot.